Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem niedlichen Let's Play Two Point Hospital, Folge 10 mittlerweile. Ja, beim letzten Mal hatten wir ziemlich Probleme mit Warteschlangen, gerade in den Ärztezimmern und auch in der Psychiatrie, aber insbesondere Ärztezimmer. Und wir müssen mal gucken, das weiter beobachten, ob das jetzt langsam mal besser wird, weil ich gerade sehe, wieso steht hier so eine Bank? Wieso steht die da so komisch? Keine Ahnung. Wir schauen mal eben. Hier fehlt ein Psychiater. Das muss seltsam für euch sein. Der macht wahrscheinlich Pause. Wir gucken mal, ob wir noch einen haben. Ne, haben wir im Moment nicht. Okay, müssen wir abwarten. So, wir müssen noch 3 Mitarbeiter befördern und 2 ausbilden. Und damit starten wir mal. Ausbildung, genau hier. Wir brauchen noch 2. Diagnostik sieht gut aus. Was können wir noch? Behandlung. Hätten wir 2. Ja, Behandlung sieht, glaube ich, ganz gut aus, ne? Oder? Diagnostik. Ah. Behandlung 2 gibt es auch. Ne, dann würde ich mal Diagnostik nehmen. So. Verfügbare Teilnehmer. Du und du. Komm. Und Ausbilder nehmen wir natürlich wieder einen externen. Kurs starten. Alles klar. So, Psychiater müssen wir gleich gucken. Wie sieht's hier aus? Hier fehlt auch wieder ein Arzt beim Umtöpfer. Ich sehe gerade, hier fehlen auch mal ein paar Bänke. So, das müssen wir natürlich auch mal. Nee, das war. So, und wir können auch mal ein paar Pflänzchen machen. Und ich glaube, ich würde auch noch mal. Rutschgefahr durch Erbrochenes höre ich nämlich auch gerade. Ich glaube, es ist besser, wenn wir auch mal noch mal 1-2 Hausmeister einstellen. Die vor allem Pflanzen gießen und dass das hier aber auch nicht zu dreckig wird. So, da wollte ich noch eine Bank. Ups, Gesundheitspreis. Ich glaube, diesmal werden wir richtig ablosen, fürchte ich. Wir werden es sehen. Oh, was? 7 von 8, Leute. Ich glaub's ja nicht. Damit hätte ich nie und nimmer gerechnet bei der letzten Folge, die ziemlich, nicht so dolle lief, sage ich mal. Einzige, was wir nicht haben, ist keine Todesfälle. Ja, ich weiß auch nicht, wie man das irgendwie beheben kann. Also wenn jemand irgendwie eine Ahnung hat, wie man das verhindert, dass Leute sterben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Nice, nice. So, ich wollte noch ein paar Hausmeister einstellen. So, Medikamentenmixer machen wir dann mal gleich. Da kannst du mal mich gleich direkt machen. Jawohl, sehr schön. Und nochmal ein Geisterjäger oder... nee, hier. So. Jawohl. Kann man auch nicht genug haben. Psychiatrie ist wieder besetzt. Wir haben noch Post. Befund der Begutachtung. Kürzlich Besuch, 30 Jahre, ne? Eines der besseren Gesundheitsinstitute. Okay. Da hätte ich auch mit Schlimmerem gerechnet. Und ich weiß ja nicht, wie es ihnen geht, aber ich finde diese ständige Todesfälle etwas deprimierend. Ich genauso, Junge. Ich genauso. Wäre es vielleicht möglich, ein paar Monate ohne Todesfälle zu überstehen? Ja, schön wär's. Schaffe 90 Tage ohne Todesfälle. Ich nehm's natürlich an, aber ich fürchte Schlimmes. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Aber wir schauen mal. Hier geht's doch schon los. Der ist doch schon kurz davor abzunibbeln. Ich glaube, wir brauchen nochmal eine zweite Apotheke. Ja, auf jeden Fall. Nochmal eine Apotheke. So.
Du kommst, machen wir mal gleich ein bisschen größer. Medikamentenmixer. Da und da und da. Feuerlöscher. Muss sein. Ich frage mich aber auch, ist das grundsätzlich so, wenn wir immer einen Feuerlöscher haben, dass auch grundsätzlich kein Feuer ausbrechen kann? Weil bisher hatten wir nur noch gar kein Feuer. Ich will es nicht beschreien. Ich finde es gut. Und ich hoffe auch, das bleibt so. Aber ich frage mich, ob auch Feuer ausbrechen kann, obwohl wir einen Feuerlöscher im Raum haben. So, Zertifikat, Foto von unserem Superstar, Anschlagbrett, Uhr. Und das haben wir jetzt auch beim letzten Mal freigeschaltet hier. Poster, Clownerei. Ja, da können wir vielleicht gleich nochmal in anderen Räumen das mit platzieren. Um auch gleich da so ein bisschen noch das Prestige zu erhöhen. Ups, nee, das wollte ich nicht. Warte. So. Ja, passt das hier noch irgendwo? Da. Ja, passt das da. Jawohl. Kann ja nicht schaden, das überall reinzumachen. Vielleicht erhebt das ja nochmal den einen oder anderen Raum ein Level ab. So, da haben wir auch. Ja, und Toiletten. Ah. Ja, komm. So. So, wo waren wir jetzt? Apotheke, genau. Wir haben jetzt Stufe 3. Haben wir noch irgendwas? Ne, wir haben alles gemacht. Na gut, wir lassen es erstmal so. Und wir brauchen einen Krankenpfleger, Leonard. Energie geladen. Okay. Und natürlich auch nochmal eine Bank davor. So. Und da haben wir schon einen Todesfall. Ich hab's doch vermutet. Ah, es wäre zu schön gewesen. Stopp. Wir brauchen einen Geisterjäger. So, das bist du. Ich bitte einmal drum. Alles klar. Vielen Dank. So, was haben wir hier noch? Weiterbildung benötigt. Mechanik. Ja, das machen wir gleich. Wie sieht es denn aus mit der Fortbildung? Ach so, die haben wir schon abgeschlossen. Ja, dann können wir doch Mechanik hier machen. Komm. Mechanik. Aber da ist jetzt nicht der dabei, der eigentlich... Oder war das Mechanik 2? Ah ja, hier genau. Mechanik 2, ein Teilnehmer und wieder den externen... Achso, muss ich natürlich auswählen. So. So, haben wir noch was zum Befördern? Diagnosebeschluss. Einer unserer Patienten, Markus Biest, hat all unsere Diagnosezimmer abgeklappert. Wir sind uns mit der Diagnose... Ja, das machen wir ja. Patient bitten zum Warten und ich mache jetzt hier mal Pause. Im letzten Teil hatten wir nämlich auch das Gleiche, dass jemand ein Diagnosezimmer wollte. Wir hatten es aber nicht rechtzeitig gebaut und der ist abgehauen. Und bevor das wieder passiert, mache ich hier mal auf Pause. So, Diagnose. Das kann doch hier noch hin, genau. Easy Scan. Wir gucken es mal hier hin. Aktenschrank. Waage natürlich hier ganz wichtig. Volleimer,
Feuerlöscher kommen daneben. Desinfektion. Trinkbrunnen, ja komm. Schadet nicht, schadet nicht. So, Pflänzchen müssen natürlich auch sein. Pixiolose, ein Hundegemälde. Zertifikat. Das Foto, Anschlagbrett. Also wir können echt unsere ganzen Wände zukleistern, bis sprichwörtlich der Arzt kommt. Uhr, jawohl. So, aber reicht wieder nicht für 4. Aber was soll's, kann. So, und hier brauchen wir einen Krankenpfleger. Diagnostik, ja. Diagnostik ist gut. In einem Diagnosezimmer, schätze ich mal. Gut, wir brauchen noch 3 Mitarbeiter befördern. Achso, okay, das läuft noch. So. Diagnosezimmer haben wir. Wie sieht es überhaupt mit den Warteschlangen aus? Da hatten wir ja letztes Mal das Problem, aber ich denke mal, ja. Wir haben mittlerweile 4 Arztpraxen. Und das sieht doch alles gut aus. 2, 3, ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall im grünen Bereich. So, Ausbildung, läuft die? Ah, jetzt kommt der Lehrer, oder? Ach nee, du bist einfach nur hier, um die Pflanzen zu gießen. Da kommt der Lehrer, gut. So, was brauchen wir denn hier noch? Reparatur des Easy-Scans. Ach, wir können auch noch mal gucken, ob wir Maschinen upgraden können. Wie sieht es denn hier aus? Deprimator? Nein. Reicht der eigentlich, der eine? Aber es sieht danach aus, oder? Also hier stecken auf jeden Fall nicht besonders viele Clowns. Hier ist einer. Nee, das sieht gut aus. Also Deprimator reicht wohl erstmal einer, zumindest. Okay. Umtöpfer reicht auf jeden Fall auch einer. Wir gucken mal, was können wir noch brauchen. Hatten wir die Kardiologie eigentlich schon? Nee, ne? Nee, wir haben noch gar keine Kardiologie. Gut. Dann machen wir die doch auch nochmal. Schaden kann es nicht. Ja, zählt ja eigentlich als Behandlung. So, die machen wir mal hier. Genau. Eingang kommt hier hin. Laufband. Muss mal 2 Fenster. Wandmonitor. Eine Waage. Desinfektion. So. Ja, wenn er viel läuft, dann muss er natürlich auch was trinken danach. Ein paar Pflänzchen. Nee, warte. So. Pixiolose, Gemälde. Der hat natürlich auch ein Zertifikat. Oh. Wir haben schon wieder einen Todesfall. Eieieiei. Ich weiß nicht, was wir da machen. Oh. So. Prestige 3. Und wir brauchen hier einen Krankenpfleger. Ausdauertraining, Behandlung, Patientenbetreuung. Ja. Landorott. So, wo ist unser Toter? Wo ist unser Toter?
Da, stopp. Wo ist unser Geisterjäger? Wo bist du? Da. Genau. Einmal bitte wegsaugen. Nee, du sollst hier nicht putzen, du sollst... Also, ist natürlich nett, dass du es machst, aber du sollst jetzt eigentlich... Ja, genau. Man hat es aber auch nicht einfach, Leute. So, wir haben schon wieder... Oh, Beförderung, sehr gut. Das brauchen wir ja noch. Rob Higginbotham, Arzt. Leider haben wir den Wunsch von... Hatte ich ja schon vermutet, dass wir das nicht schaffen. So, Notfallstation. 8 Patienten mit Monobraue, Behandlungsstation. 8 Stück, das machen wir natürlich. Und noch eine Beförderung. So, brauchen wir noch eine Beförderung? Ich muss mal eben gucken. Station, wir haben natürlich im Moment 5 Betten frei. Ja, ich hoffe mal, dass das reicht. Wobei, jetzt haben wir nur noch 3 Betten frei. Das könnte ein bisschen knapp werden. Ja, ich glaube, eine Station... Warte mal, Pause. Wir machen mal lieber noch eine Station. Lieber auf Nummer sicher. Nee, die passt da nicht hin. Nee, warte. Stopp. Ja. Nochmal Station. Dann machen wir die... reicht der Durchgang? Ja, komm, der muss reichen. So, dann... eine Umkleide. Wir machen mal nur eine. So. Bett, genau. 1, 2, 3. 5 Betten, das sollte ja auf jeden Fall reichen. Spind. Ja. Ne, Aktenschrank. Achso, ja, Aktenschrank muss wahrscheinlich auch sein, genau. Eine Waage kann nicht schaden. Genau. Mülltonne. So. Feuerlöscher brauchen wir nicht. Desinfektion. Dann machen wir hier. Ein paar Pflänzchen. Haben wir gar keinen Platz mehr, ne? Komm, machen wir zumindest eine. Poster. Zumindest die kam immer noch Platz an der Wand. Anschlagbrett. Ja. Uhr. Und Posterklaunerei. Ja, sieht nicht schön aus, egal. So, dann müssen wir natürlich auch wieder gucken. Am besten Station. Hier Station, ne? Genau. Monty Gump einstellen. So. Dann sollten wir auf jeden Fall genug Betten haben. Und ich glaube, wir brauchen echt nochmal eine zweite Toilette. Wir brauchen nochmal eine zweite Toilette. Jetzt ist nur die Frage, wo sitzt. Ich würde die, glaube ich, mal hier so mittig machen. Ja, das ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Toiletten. So, die muss ja nicht groß sein. So, reicht ja schon. Da kriegen wir 1, 2, ja, da kriegen wir auch 4 hin. Waschbecken. 1. Dann machen wir nur 1. So, ein Desinfizierer. Mülltonne.
großen Curry-Knappheit von 1823 besondere Beliebtheit. Das Poster. Cricket-Schlägerfässern ist ebenfalls Erleuchtung, ein schönes Gemälde. Das ist doch immer was fürs Ambiente auf der Toilette. Zertifikat brauchen wir hier mal nicht. Eine Uhr. Ja, die sollen dann nicht zu lange auf dem Pott sitzen. Alles klar, machen wir mal so. So, wir müssen noch einen Mitarbeiter befördern. Stationspatienten ist im Gange. Okay. Dann hoffe ich mal, dass wir gleich einen befördern können. Wir können ja mal ein bisschen auf Vorsprung gehen. Wo sind denn unsere Stationspatienten? Wir machen noch mal hier ein paar Bänke. Na, passt das noch? Ja. Und auf jeden Fall noch mal ein paar Pflänzchen. Fürs Ambiente. So. Gehalt 7. Einer muss noch, dann haben wir das auch. So. Benji Terry, Nachwuchsassistent. Weihnachtskurs eingelernt hat. Herausforderung bildet 3 Mitarbeiter weiter. Ja, machen wir. Und da ist unsere letzte Beförderung. Sehr schön. 2 Sterne. Kudosch. Geld. Deprimator 2 und Herz. Ach, siehst du, ich wollte ja noch gucken. Wegen Upgraden der ganzen Maschinen. Das hatte ich ja schon wieder vergessen. Fortfahren und noch eine Beförderung. Jawohl. So, wir müssen Mitarbeiter ausbilden. Wie viel müssen wir? 10 Stück. Dann gucken wir mal hier. Diagnostik. Könnten wir 4 ausbilden? Das machen wir doch gleich mal. Extern. Oder können wir immer. Nee, wir können auch 4 machen. Wird uns natürlich den Krankenhausalltag so ein bisschen erschweren. Wenn jetzt gleichzeitig so viele Leute in Weiterbildung sind, aber es nützt nichts. Wir brauchen es. Achso, ich mache mal wieder auf normalem Tempo. So, Maschinen upgraden. Bevor ich es wieder vergesse. Wie sieht's denn hier aus? Medikamentenmixer 2, jawohl. Hier genauso. Easy Scan. Easy Scan. Da können wir ja ganz schön viel upgraden. Umtöpfer. Hier ist keine Maschine. Deprimator auch. Was mit dem Laufband? Auch. Wir können im Prinzip sämtliche Maschinen upgraden. Was haben wir hier an Geld? Ich würde nochmal Hausmeister einstellen. So, der kann upgrade, der kann upgrade. Das heißt, du einmal hier hin. Und du kommst dann einmal hier hin. So. Was haben wir hier? Sondermeldungen. Sehr gut. Wir haben ausreichend. Ja. 7 von 8. Okay. Und wir verdienen auch wieder ganz gut Kudosch. 570. Da können wir gleich mal gucken, was wir uns sonst noch freischalten können. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, guck mal, Telefon können wir auch noch mal platzieren. Fürs allgemeine Ambiente. Ja, machen wir hier eins und hier eins. Sehr gut. Feuerbrunnen. Oh, ist der teuer. Was macht der? Erhöht die Temperatur. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Ach, ein Eisbrunnen. Die Bänke haben wir noch. Energy Drink. Oh, komm hier. Energy Drink nehmen wir mal. Der kann auch gleich in den Pausenraum. Passt der hier noch? Ja, der passt noch. Sehr gut.
Weil ich denke mal, das wird auch was bringen, dass die Leute dann schneller wieder Energie haben und weniger Pause machen. So, hier kann auch noch mal einer hin. Jetzt sind aber unsere Warteschlangen schon wieder sehr, sehr hoch. Psychiatrie. Oh Gott. Wir brauchen noch eine Psychiatrie. Ah, hier ist kein Platz mehr. Hier ist kein Platz mehr. Okay. Ich fürchte, ich muss euch von eurem... aus eurem Haus rausschmeißen. So, Reparatur Herzraser. Okay, wird da wohl im Gange sein. Wir haben ja jetzt ein paar eingestellt, ein paar Hausmeister. Von da sollte das ja auch von alleine gehen. Beförderung. Weiterbildung benötigt. Was möchtest du denn? Steht das hier irgendwo, was sie möchte? Nee, nicht jetzt. Nicht jetzt. Genau. Wir haben ja erstmal einige, die hier weitergebildet werden. Und das sollte ja erstmal reichen. So. Oh, Besuch des Bürgermeisters. Ja, machen wir natürlich. Bilde 3 Mitarbeiter. Okay. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Personalstimmung ist auf jeden Fall ganz okay. 81%. Upgrades laufen. Einer machen wir auch noch gut. Okay. Bürgermeisterin ist im Haus. Wo? Wo ist die Bürgermeisterin, oder? Ach nee, unterwegs. Ist noch nicht da. Okay. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Psychiatrien. So. Nee, warte mal. Das gefällt mir nicht. Beziehungsweise, warte mal. Ich werde die einfach mal... Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Kopieren. So, passt das so? Ja, passt so. Gut, dann brauchen wir natürlich noch einen Psychiater. Haben wir einen? Jawohl. So, und Bänke. Ja, passt noch eine hin, aber ich glaube, das reicht auch. Kommt unser Empfang einfach eigentlich noch mal hinterher? Ja, das ist keine Warteschlange, das ist okay. Gut. Ich denke, Leute, wir werden langsam auf die 3 Sterne zugehen. Wir können auch wieder ausbilden. Wir brauchen noch... Oh, oh. Es ist wieder einer gestorben. Ai. Also mit den Todesfällen, wie gesagt, wenn jemand Tipps hat, gerne Bescheid sagen. Ich habe keinen. Und aber hier ist unsere Geisterjägerin, ne? Hier? Nee, ist sie nicht. Stopp. Wo ist unsere Geisterjägerin? Ach, wir haben jetzt 2. Okay. Da. So. Bitte einmal aufsaugen. Ich bedanke mich. So, jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Meine Güte, immer diese Ablenkung. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach so, genau. Ich wollte ja noch ein paar Leute in die Ausbildung schicken. Was haben wir denn hier Schönes? Stationsverwaltung. Wieder Weiterbildungslehrgang. Oh, das sieht gut aus. Da haben wir auch schön viel Teilnehmer. Wir nehmen den externen. Und wie viel brauchen wir noch? 2. Wir hätten jetzt tatsächlich 6 Leute, die wir auf einmal ausbilden können. Die Frage ist natürlich, wie das den
Krankenhausablauf jetzt beeinträchtigt, wenn hier die ganzen, wenn 6 Leute nicht an ihrem Arbeitsplatz sind. Ich riskiere es. Komm, dann haben wir alle auf einmal weg. Kurs starten. So, wir können ja immer noch gucken, wenn wir jetzt hier massiv Personal unterbesetzt sind. Wir können ja noch Leute einstellen. Auch wenn wir jetzt gerade Minus machen, aber das ist dann auch egal. Mit den Warteschlangen auch. Ich weiß gar nicht, wie viel Arztpraxen ich noch bauen soll, damit die Warteschlangen runtergehen. Na gut, alles. Moment noch hier. Neue Krankheit. Kopfsalat entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Kopfsalat. Der Patient ist völlig perplex. Wird häufig durch Konfrontation mit neuen Informationen hervorgerufen, die ein völliges Umdenken erfordern. Nach eingehender Analyse dieses Zustandes haben Wissenschaftler folgende Gleichung aufstellen können. Verstand gleich Erschütterung. Leider hat diese Gleichung sich als völlig nutzlos herausgestellt. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung her schicken. Psychiatrie. Ja, das könnt ihr machen. Auch wenn die Warteschlangen gerade hoch sind, aber scheint sich wahrscheinlich jetzt zu bessern. Gut, wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Nächste Folge sollten wir auf jeden Fall die fehlenden 6 Leute ausgebildet haben. Beförderung müssen wir gucken, das wird ja nach und nach kommen. Ansonsten sieht das ja auch alles ganz gut aus. Achso, wir müssen hier noch die Krankenhausstufe erhöhen. Aber das kriegen wir auch sicherlich hin. So, nochmal Post. Man gilt von mir. Herausforderung, verdiene 100.000. Ja, das machen wir so nebenbei mit. Gut, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst bitte den Daumen nicht. Immer ganz, ganz wichtig. Kommentare auch sehr gern gesehen. Gerade, wie gesagt, mit den Todesfällen. Sagt's mir gerne. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.